Lucasfilm Games. Wisst ihr Bescheid? So, willkommen zurück zum nächsten Teil von Let's Play Monkey Island. Return to Monkey Island, sorry. Da unten steht's, Return to Monkey Island. Lucasfilm, all rights reserved, genau. Nächstes Loch im Hemd, übernächstes Loch im Hemde bei mir sogar. Weißt du noch, wo wir waren? Und deswegen kommen hier diese Nachfragen. Ein bisschen, aber erinnere mich nochmal. Okay, das Geheimnis von Monkey Island lag also in einem Tresor im Voodoo-Laden. Und ich suchte nach den 5 goldenen Schlüsseln, die ihn öffnen würden. Ich war mir nicht sicher, wo LeChuck oder Captain Madison waren, aber ich war mir sicher, dass sie etwas vorhatten. Elaine war auf Scurvy Island, um für die Marley-Stiftung zu arbeiten. Stan war im Gefängnis in einem Eissteinbruch. Es gab eine Menge zu bedenken, aber ich hielt meine To-Do-Liste auf dem Laufenden und das Wichtigste war, die goldenen Schlüssel zu finden. Und weiter geht's. So, hier können wir nichts mehr machen, deswegen gehen wir... Hier war ja nichts mehr, ne? All diese Limetten. Hast du ein paar Limetten übrig? Du kannst ein paar mitnehmen. Wie ich schon sagte, habe ich Schwierigkeiten, sie zu verteilen. Ich habe gehört, dass sie gegen Skorbut helfen können. Da hast du richtig gehört. So, wir müssen nämlich nochmal zu diesem Viech hier. Und brauchen nämlich das Bild. Ah! Auf keinen Fall. Ich will meine Hand nicht verlieren. Hier ist noch eine Quizkarte. Ah! Wow! Moment mal, ich kann doch nicht mal die Quizkarte nehmen. Ah! Wow! Garstiges Biest. So. Wir haben doch Fisch. Da. Und wir haben... Die erschlüsselte Karte, nee. Ach, da. Das sollte ihm etwas Pfiff verleihen. Genau. Wohl bekommt's, Möwe. Es ist ein zerrissenes Bild von mir. Dies ist ein Ausschnitt aus einem Porträt von Elaine und mir. So, was haben wir denn da? Das Ding jetzt links. Achso, weil wir rechts stehen, ist das jetzt links. Das Quizbuch. Nach welchem Wort fragt der Kurator beim Kreuzworträtsel? Nach einem bestimmten. Keine Ahnung. So, hier können wir jetzt erstmal nichts weitermachen. Oder können wir Elaine nochmal mit dem Bild konfrontieren? Nee, machen wir nicht, weil bringt auch nichts. Wir müssen jetzt nach Bermuda. Nach Barebone Island. Was war denn da nochmal? Bleib zurück! Ich kann dich sehen! Wie hast du mich gefunden? Ich bin nur hergesegelt und da warst du. Wer bist du? Ich bin Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Bist du allein? Zurzeit? Dem Himmel sei Dank! Ich bin Ned Filigree, Buchhalter. Ich will nicht unhöflich sein. Es ist nur so, dass ich mich gerade verstecke. Vor wem hast du Angst? Naja, hast du von Stan S. Stanman gehört? Der Name kommt mir bekannt vor. Gott sei Dank haben sie ihn auf Bermuda weggesperrt. Er wird noch lange, lange Zeit im Steinbruch Eis hacken. Ich kann nicht anders, als nervös zu sein. Aber ich schätze, dass ich noch Jahrzehnte vor mir habe, bevor ich mir wirklich Sorgen machen muss.
Wie kommt es, dass du Angst vor Stan hast? Ich habe ihn immer als ziemlich harmlos empfunden, außer in wirtschaftlicher Hinsicht. Sicher, aber man kann nie wissen, was jemand wie Stan tun wird. Er hat kein Moralempfinden. Da ist dieser Begriff wieder. Wie ich schon sagte, bin ich froh, dass er für eine lange Zeit sicher im Steinbruch vom Bermuda festsitzt. Du bist wohl ziemlich gut in Mathe. Ich bin ein kreativer Buchhalter. Mathematik spielt da keine Rolle. Bist du gut? Beurteile mich nicht danach, wo ich wohne. Ich habe nur ein paar Rückschläge erlitten. Das ist alles, was ich mir im Moment leisten kann. Aber es ist nur vorübergehend. Ich bin auf der Suche nach dem Geheimnis von Monkey Island. Das ist ein guter Schritt. Ich habe gehört, dass das Geheimnis ein einzigartiger, immaterieller Wert ist. Was bedeutet, dass du ihm jeden beliebigen Wert zuweisen kannst. Und da es sehr alt ist, kannst du eine Menge Abschreibungen geltend machen. Moment, willst du mir etwa sagen, dass ich für das Geheimnis Steuern zahlen muss? Nicht, wenn man es schlau anstellt. Ich werde die Insel ein bisschen erkunden. Sag Bescheid, wenn du etwas Interessantes findest. Ganz ruhig, Ned. Er kommt nicht. Zum Beispiel eine Quizkarte. Was steht denn da drin? Golette hat einen verlorenen Zwillingsbruder. Wie ist sein Name? Ich guck mal, ob ich das irgendwie finde hier. Schöne Mucke, ne? Nee, stehen beide nicht da. Gullet. Ich glaube mal, Gullet ist. Na, gucken wir mal später. Hier kann ich nur raten. So, und das andere Ding. Durch welche Herausforderungen hat General Smirk sein Haus an Osil Mendril verloren? Es war nicht Fechten. Es war nicht Videospielen. Arm drücken kann ich mir nicht vorstellen. Scrabble? Scrabble war richtig. Weil der hatte einen ganz schönen Bizeps, der war stark wie Sau. Was bewirkt der geheime Knopf in der Festung auf Plunder Island? Jetzt nicht. Wie viele verschiedene Geckos kann man am Affenkopf entdecken? Ach du meine Fresse. Was wir noch alles nicht beantwortet haben, na welche Frage genau? Müssen wir alles noch rauskriegen. Zurück. Hier ist noch ein Bild. Er sitzt für viele... Schönes Bild von dir. Wo ist die andere Hälfte? Kein Kommentar. Kann ich das Bild haben? Nein! Das wäre seltsam. Das ist eine sehr schöne Truhe, die du da hast. Was ist da drin? Alles, was ich besitze.
Die Früchte des Lebens eines Mannes. Die Messlatte, an der ich gemessen werde, wenn ich nicht mehr bin. Es ist vor allem Papierkram. Mhm. Ja, mehr ist ja hier auch nicht, ne? Ist das ein Segel? Oh nein. Oh, warte. Es ist eine Möwe. Wo sagtest du noch einmal, dass sie Stan festhalten würden? Im Eissteinbruch auf Bermuda. Er wird noch viele, viele Jahre und noch mehr Jahre dort sein. Gott sei Dank. Ich werde die Insel ein bisschen erkunden. Sag Bescheid, wenn du etwas Interessantes findest. Viele, viele... So, dann fahren wir mal nach Bermuda. Halt, Chef. Wenn man das so nennen kann. Ich habe es selbst gemacht und bin stolz drauf. Dies ist ein Kontrollpunkt für Skorbut. Das Gesetz schreibt vor, dass sie Limetten mit sich führen müssen, bevor ich ihnen erlauben kann, nach Norden zu fahren. Hier, ich habe Limetten. Sehen Sie? Um weiter nach Norden zu fahren, müssen Sie eine Zollerklärung ausfüllen. Name? Guybrush Threepwood. Füllen Sie das aus und seien Sie ganz ehrlich. Ach du Scheiße. Sind Sie ein Pirat? Ja. Waren Sie in den letzten 6 Monaten auf Plague Island? Nicht, dass ich wüsste. Wenn Sie Frage 2 angekreuzt haben, waren die Geschäftsreisen, Urlaubsreisen? Nein. Haben Sie Frage 2 beantwortet? Nein. Tragen Sie Limetten bei sich? Ja. Sind Sie jetzt oder waren Sie jemals Mitglied einer Piratenpartei? Nein. Haben Sie Frage 4 angekreuzt? Nein. Ich werde weder 27 noch 28 beantworten. Haben Sie eine ungerade Anzahl von Fragen? Machen wir später. Führen Sie großes Viech mit sich? Nein. Tragen Sie mehr als 10 oder weniger als 3 Bananen bei sich? Mehr als 10 oder weniger als 3? Ja, ich trage nämlich gar keine bei mir. Haben Sie 7 nicht angekreuzt? Richtig, habe ich nicht. Arg. Wenn Sie 9 angekreuzt haben, haben Sie nicht 2 angekreuzt? Waren Sie im Winter noch nie auf Bermuda? Korrekt, war ich noch nie. Wie viele Bäume fällt ein Biber so im Jahr? Ja, nein. Haben Sie noch nie eine Verkleidung getragen oder ein Pseudonym verwendet? Nee, habe ich schon mal. Ist die Antwort auf 13 und 9 eine Lüge? Nein. Tragen Sie keine Limetten bei sich? Doch. Wenn Sie Frage 1 angekreuzt haben, überprüfen Sie, ob Sie Frage 29 angekreuzt haben. Kreuzen Sie das hier an. Ja. Haben Sie jemals ein unbezahlbares Artefakt zerstört und sind damit davongekommen? Haben wir das getan? Ich sag mal nein. Ich bin gerade dabei, ein Zollformular auszufüllen. Ja. Ich denke, also bin ich. Ja. Der Nordstern ist im Süden? Nein. Ich kann bestätigen, dass ich Frage... Ist das eine 11 oder eine 2? 11 falsch beantwortet habe. Nein. Ist ja nicht falsch. Ich führe keine Quizkarten mit mir. Doch. Die Frage 2, 3, 5 und 7 und 11 sind Primzahlen? Ja. Sie haben eine ungerade Anzahl von Fragen angekreuzt. Ich bin noch nicht unten. Kreuzen Sie das hier nicht an. Kreuzen Sie das an, wenn Sie Frage 25 nicht angekreuzt haben. Kreuzen Sie das nicht an, wenn Sie Frage 29 nicht angekreuzt haben. Nochmal arg. Ich bin Guybrush Threepwood. Ich schwöre feierlich oder bestätige, dass ich die Frage weiß, wie ich sie antworten habe. Okay. So, und jetzt haben wir...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Da wir eine noch ankreuzen müssen, wäre es dann unten gerade. Woanders. Ungerade. Also gut, dann wollen wir mal sehen. Nun, wir haben gleich zu Beginn ein Problem. Wir erlauben keine Piraten auf Bermuda. Ich muss Sie bitten, diese Gewässer sofort zu verlassen. Hilft es, wenn ich ein mächtiger Pirat bin? Nein. Schon wieder zurück? Um weiter nach Norden zu fahren, müssen Sie eine Zollerklärung ausfüllen. Name? Guybrush Threepwood. Füllen Sie das aus und seien Sie ganz ehrlich. Nein, wieder von vorne. Ach. Ach, Menno. Da muss ich immer Notizchen machen. Ach so. Ich sehe gerade, dass das angeblich auch geht. Also gut, dann wollen wir mal sehen. Sie haben vergessen anzugeben, dass Sie Limetten dabei haben. Ich werde das für Sie ankreuzen. Gute Antwort. Interessant, dass Sie das angekreuzt haben. Schöne Handschrift. Das nicht anzukreuzen war klug. Okay. Das sieht gut aus. Sie können mit voller Zustimmung der Hafenbehörde von Bermuda weiterfahren. So macht man das. So, was haben wir denn hier? Wo ist meine Maus? Hier. Der Wind muss das Feuer ausgeblasen haben. Ein Eimer, der bis zum Rand mit verrotteten Fischgräten gefüllt ist. Ich halte mich weit davon entfernt. Der Wind muss das Feuer ausgeblasen haben. Es ist eine sehr königlich aussehende Eisskulptur. Da steht Gerichtsgebäude von Bermuda. Da ist er wieder. Was haben wir denn hier alles? Gemütlich. Ruhe! Ruhe im Gericht! Ich werde Sie wegen Missachtung des Gerichts vorladen, weil Sie nicht um Erlaubnis gebeten haben, sich dem Richtertisch zu nähern. Ich bitte demütig um Entschuldigung. Darf ich an den Richtertisch treten? Sie dürfen an den Tisch herantreten. Das Gericht tagt jetzt unter dem Vorsitz von Richter Planke. Wie plädieren Sie? Unschuldig. Das Verfahren wurde eingestellt, als der Zeuge wegen der Plakatfälschung nicht auftauchte. Ruhe! Ruhe im Gericht! Ruhe auf der Tribüne oder es wird Verhaftungen geben! Was hat euer Ehren falsch gemacht, um diese Ernennung zu erhalten? Schlagen Sie niemals einen Richter des obersten Gerichtshofs beim Cribbage. Was zum Geier ist ein Cribbage? Euer Ehren, müsst ihr eure Roben selbst kaufen? Oder sind sie gerichtlich angeordnet? Ruhe! Ruhe im Gericht! Wenn ich keine Ruhe bekomme, werde ich das Gericht räumen! Euer Ehren, tragen Sie unter dieser Robe eine Hose? Bitte bedenkt, dass ihr unter Eid steht. Ruhe! Ruhe im Gericht! Wenn ich keine Ruhe bekomme, werde ich das Gericht räumen! Habe ich schon erwähnt, dass ich auf der Suche nach dem Geheimnis von Monkey Island bin?
Solange die Angelegenheit nicht gerichtlich verhandelt wird, ist sie für mich nicht von Interesse. Allerdings erinnere ich mich an einen Fall vor einigen Jahren, in dem behauptet wurde, das Geheimnis sei ein Betrug und eine Masche, um Computerspiele zu verkaufen. Ich glaube, das wurde außergerichtlich gegen eine beträchtliche Summe geregelt. Aha. Das ist alles, Euer Ehren. Die Sitzung wird vertagt. So, wir haben noch hier irgendwo den Nachlass. Wo ist denn der? Ja, hier. Bitteschön. Ich reiche diese offiziell aussehenden Dokumente beim Gericht ein und bitte um einen Aufschub der Vernichtung. Ruhe! Ruhe im Gericht! Bei der Überprüfung dieser Anordnung stellt das Gericht fest, dass die aufgelisteten Gegenstände aufgrund von Verfahrensrückständen nicht vernichtet wurden. Bis auf die schicke Schachtel, die Brad aus der Buchhaltung mitgenommen hat. Die Rechtmäßigkeit der Vorlage des genannten Dokuments wird überprüft. Die vorliegende Partei kann diese Gegenstände daher in Besitz nehmen. Ich habe keine Ahnung, was ihr gerade gesagt habt, aber danke für den Schlüssel. Ruhe! Ruhe im Gericht! Ausbrüche von Dankbarkeit werden nicht geduldet. Aha. Na dann, see you later, Alligator. Was haben wir denn hier? Das raten Sie mal aus. Es ist abgeschlossen. Vielleicht komme ich später wieder. Du nur wieder. So, was haben wir denn hier? Nicht viel. Das Eisschloss und zum Eissteinbruch. Dann gehen wir mal zum Steinbruch. Aha. Sind Sie bei den Seeteufeln? Ich sage nichts. Hallo. Besteht die Möglichkeit, dass ich in den Steinbruch reinkomme? Nicht viele versuchen, hier reinzukommen. Nur raus. Was ist der Grund für Ihren Besuch? Ich hatte auf eine Führung gehofft. Wir bieten hier keine Führungen an. Die einzigen Menschen, die das Gebäude betreten dürfen, sind die Gefangenen. Und ich nehme an, auch die Leute, die Gefangene besuchen. Aber das tut niemand. Wir haben doch hier unseren... Hier. Guck mal. Sei gegrüßt, Kollege Seeteufel. Seien Sie gegrüßt, Kollege Seeteufel. Haben Sie eine Geschichte zu erzählen? Ich hatte gerade eine Blockade durchbrochen, die so dick und tödlich war wie die Krabbensoße in der Scamba. Und dann... Ganz plötzlich. Out of the sudden. So, Seku nicht, weil das kein Schwein kennt. Hier. Wurde mein Schiff von einem gigantischen Alabasterwal verschluckt. Mit Augen wie das Schicksal und einer Haut, die von 100 Harpunen tätowiert war. Drinnen war es, als würde man auf Weichkäse laufen, mit Flüssen von Erbsensuppe, die stank wie die Achselhöhle einer Bootsmannspfeife. Ich machte eine Angelschnur aus meinen eigenen Haaren. So. Wir steckten einen Haken in das Maul des Tieres und fingen es von innen. Hören Sie, ich möchte Ihnen etwas über Angler erzählen. Damit meinen Sie Menschen, die angeln? Richtig, aber wenn Sie einer sind, würden Sie Angler sagen. Das würde ich. Jede Subkultur hat ihre eigene spezielle Sprache. Wörter mit einer für diese Subkultur spezifischen Bedeutung. Wenn Sie sie verwenden, vermitteln Sie sowohl Bedeutung als auch Zugehörigkeit. Das klingt gut. Deshalb enthalten authentisch klingende Fischgeschichten immer eine Menge Anglerjargon. Ich würde zum Beispiel nicht sagen, dass mir ein großer Fisch die Schnur zerrissen hat,
sondern dass ich mit einem harten Köder gekämpft habe, als ein Fischschlag mein Vorfach zerfetzte. Das ist sowohl sehr spezifisch als auch schwer zu verstehen. Das ist genau der Punkt. Wollen Sie es mal versuchen? Okay. Okay. Also. Ich hatte gerade eine Blockade durchbrochen, die so dick und tödlich war wie die Krabbensoße in der Scamba. Und dann, ganz plötzlich, wurde mein Schiff von einem gigantischen Alabasterwal verschluckt, mit Augen wie das Schicksal und einer Haut, die von 100 Harpunen tätowiert war. Drinnen war es, als würde man auf Weichkäse laufen, mit Flüssen von Erbsensuppe, die stank wie die Köderkiste einer Landratte. Ich machte eine Angelschnur aus meinen eigenen Haaren. Fehlt da noch was? Dann schlug mich Morgan K.O. und verkaufte mich an meine Feinde. Ja, so ist es richtig. Sie klingen fast wie ein echter Angler. Ja, das ist ein echter Volltreffer. Packen Sie ihn in Ihr Netz und bringen Sie ihn in den Fischladen auf Mili. Okay, dann haben wir das jetzt. So, können wir jetzt denn besuchen? Ich würde gern einen Gefangenen besuchen, bitte. Wir haben zwar eine Besuchsregelung, aber die ist ziemlich streng. Wen wollen Sie hier sehen? Stan. Wir haben tatsächlich einen Stan. Ich bin ein wenig überrascht, dass er einen Besucher hat. Können Sie beweisen, dass Sie ihn kennen? Ich kann ihn beschreiben. Laute Jacke. Hört nie auf, seine Arme zu bewegen. Oder seine Lippen. Das klingt zwar nach ihm, aber ich muss erst einmal konkrete Beweise sehen. Bringen Sie mir einfach etwas, das zeigt, dass Sie beide jemals zusammen in einem Raum waren. Auf diese Weise kann ich meinem Chef sagen, dass ich meine Arbeit getan habe. Laute Jacke. So, wir nehmen das Bild. Nehmen. Das sieht aus wie Sie mit der ehemaligen Gouverneurin von Mealy Island. Glückwunsch. Haben wir nicht hier irgendwo noch ein Bild von Stan? Ah, jetzt. Hier. Was halten Sie von diesem Bild, das mich und meinen sehr lieben Freund Stan zusammen zeigt? Wir haben es bei einem Treffen unseres örtlichen Bisamrattenclubs malen lassen. Sie sehen aus, als stünden Sie sich sehr nahe. In Ordnung. Sie können reingehen und ihn sehen. Aber keine Fluchtversuche. Daran würde ich nicht einmal im Traum denken. Sie wollen nicht direkt dort stehen, wenn ich das Tor öffne. Stellen Sie sich neben einen Stumpf. Alles klar. Ja, in der Tat, man möchte nicht dastehen. So, was haben wir denn hier alles? Gibt's hier Quizkarten? Nö, man kann aber durchfragen. Dann fragen wir uns mal durch. Kennst du Stan? Ganz hinten! Weißt du, wo Stan ist? Geh weiter, du wirst ihn finden. Hast du Stan gesehen? Ganz hinten! Kennst du Stan? Er ist in der hinteren Ecke. Wie kommen denn hier Palmen hin? Lauter Typ, großer Hut. Ganz hinten. Hast du Stan gesehen? Er ist in der hinteren Ecke. Kennst du Stan? Ganz hinten.
Du kennst Stan ganz hinten. Na, da freut er sich doch. Halt. Weißt du, wo Stan ist? Er ist in der hinteren Ecke. Lauter Typ, großer Hut. Geh weiter, du wirst ihn finden. Jo, mei. Kennst du Stan? Er ist in der hinteren Ecke. Hast du Stan gesehen? Er ist in der hinteren Ecke. Weißt du, wo Stan ist? Er ist in der hinteren Ecke. Weißt du, wo Stan ist? Gleich hinter dem Tunnel. Lauter Typ, großer Hut. Gleich hinter dem Tunnel. Hast du Stan gesehen? Gleich hinter dem Tunnel. Lauter Typ, großer Hut. Geh weiter, du wirst ihn finden. Hast du Stan gesehen? Ganz hinten. Weißt du, wo Stan ist? Geh weiter, du wirst ihn finden. Gemütlich. Da ist er. Wir fragen trotzdem nochmal. Weißt du, wo Stan ist? Hinter dir. Hast du Stan gesehen? Geradeaus. Sieht so aus, als hätten sie Platz für einen weiteren Gefangenen. Es sieht aus wie ein geheimer Fluchttunnel. Hey Stan. Hallo, mein Junge. Schön, dich zu sehen. Weswegen bist du hier? Pleuritis. Diese medizinischen Schulden bringen einen um, nicht wahr? Vielleicht kann ich dir einen Weg anbieten, den Schmerz zu betäuben. Ich möchte, dass du über diese zwei Worte nachdenkst. Eis, Skulptur. Getrennt voneinander sind sie aufregend. Stärke, Eleganz und Transparenz. Zusammen können sie Leben verändern. Die Kälte der Arktis kombiniert mit dem Glanz der Avantgarde. Die Natur, vom Menschen gezähmt, mit Meißel und Feuer nach seinem Willen gebogen. Diese schönen Beispiele neopostkolonialer abstrakter Gegenständlichkeit können ein Esszimmer in einen Bankettsaal verwandeln. Aus einer Hütte wird ein Palast. Eine einfache Feier wird zu einem weltbewegenden, einmaligen Ereignis. Es sind Meisterwerke in limitierter Auflage, die aus rein natürlichen Zutaten hergestellt werden und zu 100% biologisch abbaubar sind. Und sie kommen mit einer Verfallsgarantie. Sie sind darauf ausgelegt, sich ständig zu verändern, neue Formen anzunehmen und jeden Tag neue Erkenntnisse zu bieten. Mit der Zeit werden sie kompakter und eignen sich schließlich für den Festcocktail, mit dem man auf seinen nächsten Einkauf anstößt. Volltreffer! Darf man nicht verpassen. Was sagst du dazu? Nicht heute. Warte nicht zu lange. Sie gehen weg wie warme Semmeln. Wusstest du, dass es dort drüben einen Fluchttunnel gibt? Oh nein, mein Junge. Ich kann nicht flüchten. Das wäre nicht klug. Ich bin ja nur für einen Monat hier. Ich habe eine Kopie der richterlichen Anordnung hier. Richterliche Anordnung. 673. Bezirksgericht Bermuda. Richter Planke hat den Vorsitz. Es wird hiermit angeordnet, dass der Angeklagte Smillen S. Stanman zur Zwangsarbeit im Eissteinbruch von Bermuda verurteilt wird. Für die leider triviale Zeit von einem Monat. Ja, ich bin wirklich glimpflich davon gekommen. Zum Glück haben sie mein Schneeballsystem nie aufgedeckt. Sonst hätte ich wahrscheinlich 10 Jahre gesessen. Erzähl mir mehr über das Schneeballsystem, das du erwähnt hast. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, warum das Gesetz so eine große Sache daraus macht. Es ist einfach kreativer Umgang mit Geld. Einfach, wenn du weißt, was du mit den Zahlen machen kannst. Ich habe diesen Buchhalter, Ned Filigree. Er ist ein Genie mit diesem Zeug. Wenn sie jemals seine Unterlagen sehen würden. Nun sagen wir mal so. Das Erste, was ich mache, wenn ich rauskomme, ist, den ganzen Papierkram zu verbrennen. Wie war noch einmal der Name deines Buchhalters? Ned Filigree.
Er ist gut und arbeitet billig. Aber sei vorsichtig. Er hat einen Hang zu akribischer Buchführung, die problematisch werden kann, wenn jemand zu genau hinschaut. Bist du sicher, dass du nicht willst, dass ich dich befreie? Wie ich schon sagte, bin ich in einem Monat sowieso raus. Bis dahin komme ich mit den Fesseln klar. Meine Jagd nach dem Geheimnis von Monkey Island läuft super. Gut für dich, Junge. Der Geschäftsschluss kommt für uns alle viel zu früh. Du musst alle Snacks probieren, die du kriegen kannst, bevor es soweit ist. Ich weiß genau, wo es ist. Ich muss nur 5 goldene Schlüssel in die Hände bekommen. Sobald ich sie alle habe, wird das Geheimnis mein sein. Mein! Ganz ruhig, Tiger. Bei diesem Wetter willst du nicht anfangen zu sabbern. Es könnte festfrieren, während du redest. Und wo bist du dann? In einem Arbeitslager mit einer Zunge, die dir wie eine große, rosa Eiterbeule im Gesicht klebt. Vielen Dank für dieses Bild, Stan. Hier ist es wirklich ruhig. So hört sich Produktivität an. Ich glaube, ich schaue mich ein bisschen um. Amüsier dich gut, mein Junge. So, hier, deine Zahnbürste. Hier, Stan, ich glaube, das ist deine Zahnbürste. Süßer Lebkuchenkuchen, das ist die alte Bessie ganz recht. Ich bin dir sehr dankbar. Stan, die Zahnbürste gegeben. So, haben wir jetzt eigentlich das Urteilsschreiben hier? Ja, genau. Hier, guck mal. Elaine und ich könnten eine Marketingberatung gebrauchen. Die Marley-Stiftung versucht, Skorbut zu bekämpfen, indem sie Limetten verteilt. Aber niemand ist bereit, sie zu nehmen. Ich fühle deinen Schmerz, mein Junge. Ich hatte ein ähnliches Problem beim Verkauf von Rettungswesten in der Landwirtschaft. Manchmal wissen die Leute nicht, was sie wollen, selbst wenn sie es wollen. Hast du irgendwelche Werbematerialien? Elaine hat dieses Flugblatt gemacht. Limetten und Sie. Skorbut, auch bekannt als Skorbutus oder Hyposkorbämie, ist eine Krankheit, deren Symptome Schwäche, Müdigkeit und Schmerzen in den Gliedmaßen sind, die zu Blutungen der Schleimhäute, Zahnfleischerkrankungen, Heilungsstörungen und schließlich zum Tod führen. Wissenschaftliche Untersuchungen deuten darauf hin, dass Skorbut auf einen Mangel an Ascorbinsäure zurückzuführen ist, die eine entscheidende Rolle neben der Kollagensynthese spielt. Eine empfohlene Behandlung besteht darin, den Gehalt an diesen essentiellen Nährstoffen durch den Verzehr von Limetten zu ergänzen. Bitte ergreifen Sie die empfohlenen Maßnahmen zu Ihrer Sicherheit. Außerdem sollten die Bürger wissen, dass Hyposkorbämie als Ernährungsproblem nicht von einer erkrankten Person auf eine andere Person übertragbar ist. Wie kann ich hier runterscrollen? Gar nicht. Ich sehe das Problem. Das ist von vorne bis hinten falsch. Mit diesem Geschwätz kannst du nicht mal Wasser an Fische verkaufen. Es ist ein bisschen trocken. Es stehen Fakten drin. Schlimmer noch, wissenschaftliche Fakten. Ich werde mich mit ihr treffen müssen, um das zu klären. Kannst du mir nicht einfach sagen, was ich tun soll und ich sage es ihr? Nein, nein, das geht nicht. Dinge gehen beim Übertragen verloren. Ein Viren ist kein Viren, wenn es nicht aus dem Maul eines Pferdes kommt. Nichts gegen dich, mein Junge, aber du bist kein Profi. Du könntest nicht die Nuancen vermitteln, die hier nötig sind. Sie und ich müssen uns zusammensetzen. Und zwar von Angesicht zu Angesicht. Ich werde es ihr sagen. Ich glaube, ich schaue mich ein bisschen um. Amüsier dich gut, mein Junge. So, da er nicht mitkommen will, müssen wir Elaine zu ihm kriegen. Hier kommt man raus. So, hier. Eisschloss, da waren wir noch nicht. Eine Quizkarte. So, was haben wir denn jetzt hier alles für Fragen offen? Welche Diskette war
in The Secret of Monkey Island nicht verschwunden. So, das steht hier auch nicht. Die hatten wir aber schon mal. Wir hatten, glaube ich, 6. Ich nehme die absurd hohe Zahl. Nein, die war es nicht. Welchen Rat hat Mary of Barebone? Gule Zwillingsbruder? Wer ist Apple Bobs bester Freund? Was bewirkt der geheime Knopf? Wie viele verschiedene Geckos? Und Kreuzworträtsel. So, nach welchem Wort fragt er bei den Kreuzworträtseln? Pirat. Und die anderen Fragen haben wir nicht. So, Pirat. So, das heißt, bei den anderen können wir mal raten. Wie viele verschiedene Geckos kann man beim Affenkopf entdecken? Weiß ich nicht. Sag mal 6. Die waren es nicht. Was bewirkt der geheime Knopf? Wahrscheinlich lässt er das Huhn frei. Das war's auch nicht. Wer ist Apple Bobs bester Freund? Das Meer. Gullet hat einen verlorenen Zwillingsbruder. Versucht Largo zu nehmen. Der war es aber nicht. Welchen Rat hat Murray? Ein Funkband aufmachen, Stricken anfangen, Muscheln, das Korbflechten beibringen, Küchenschaben ein paar Tricks beibringen. Ja, das war es auch nicht. Und das war's. Apropos, das war's. Wir machen mal
weiter im nächsten Video. Bis gleich.